Tagesordnungspunkt 11, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz. Berichterstatter ist der Kollege Gremmels. Er hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz, Drucksache 19/3562. A. Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der LINKEN bei Enthaltung der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung mit folgender Änderung, die geänderte Fassung ist der Beschlussempfehlung angehangen. Erstens. In Artikel 1 Nummer 1 werden in Absatz 2 1 Nummer 3 die Wörter der Verbandsvorstand durch die Wörter die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ersetzt. Das war's. Herr Kollege Gremmels, herzlichen Dank. Eine Aussprache wird nicht gewünscht. Darf ich? Danke schön. Wollen Sie doch noch Aussprache? Nein? Okay, gut. Dann frage ich Sie, wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmt, bitte das Handzeichen. CDU, GRÜNE, SPD, LINKE. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Die FDP-Fraktion. Da stelle ich fest, dass das Gesetz in zweiter Lesung angenommen worden ist und zum Gesetz erhoben wird.